Geil, Mann! Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Jetzt kommen wir zum anderen Thema, was auch was mit dem Thema Tod zu tun hat. Deshalb habe ich mich für die Bild-Zeitung ausgezogen. Lifeline. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Haben wir uns ja schon mal ein Video reingezogen von denen. Das ist so krank, Alter. So krass, was die Jungs abziehen von The Real Life Guys. Er hat Krebs, hat einen Tumor in der Brust und ist eigentlich schon tot gesprochen, aber lebt immer noch. Und das mit einem Mindset, wo ich jedes Mal Gänsehaut sehe, wenn ich mir diese Videos von ihm reinziehe. Das ist wirklich was, wo ich mir denke, wenn ich mal irgendwann in so eine Situation komme wie er, hoffe ich, dass ich da auch so positiv und gefasst durchgehen kann. Meine Damen und Herren, Bühne frei für The Real Life Guys. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Lifeline-Kanal. Heute habe ich mal die Bild-Zeitung mit dabei. Vielleicht habt ihr schon den neuen Artikel von mir und Jesus hier riesig groß in der Bild-Zeitung. Alter, schaut das an. Das ist das, was ich meine. Ärzte haben mich aufgegeben, ich vertraue auf Jesus. Ich will heute ein bisschen so auf die Frage eingehen, warum ich mich für die Bild-Zeitung ausgezogen habe, warum ich hier so ein richtig krasses Nackt-Fotoshooting mit denen hier in diesem Sessel gemacht habe. Und außerdem will ich euch auch das neue Gesundheitsupdate geben, wie es mir im Moment geht. Und MGBLN, uns geht es allen noch gut, gerade die, die im Stream sehen. Absolut, also ich habe heute eine Doku gesehen über Mallorca, wie die aktuelle Lage zum Beispiel auf Mallorca ist. Jeder dritte Mallorquine ist aktuell unter der Armutsgrenze. Fast jedes zweite Restaurant schließt gerade. Das ist ja nur ein Tourismusort. Die sind alle am Pleite gehen gerade und komplett am Abstürzen. Da werden Existenzen auf einem ganz anderen Level zerstört. Normalerweise macht Mallorca 15 Milliarden Euro Umsatz mit dem Tourismus. Letztes Jahr, 2020, waren es 2 Milliarden. Jetzt versuch mal mit so wenig Geld, prozentual gesehen, auf dein Einkommen zu leben. Und ja, vielleicht zeige ich euch nachher nochmal meinen Tumor, wie das Ganze im Moment aussieht. Ja, ich werde in letzter Zeit immer öfter gefragt, warum ich so viele Medienauftritte mache, warum ich mich eben auch vielleicht mal für die Zeitung ausziehe oder meinen Tumor auch so in der Öffentlichkeit zeige. Und ich will das einfach nochmal sagen. Ich finde, die Bild-Zeitung hat es sehr schön eigentlich formuliert, dass sie geschrieben haben, ich vertraue auf Jesus, weil das ist die Hoffnung, die ich echt zeigen will. Ich will echt einfach... Stellt euch vor, er ist in so einer Situation und dann bringt eine Zeitung einen Artikel, wo er sich richtig drüber aufregt, was drinsteht. Würde ich diesen Artikel schreiben, ich würde ihm den vorher zeigen, dass er guckt, ob das wirklich für ihn so alles passt, weil das wäre das Letzte, dass ich jemanden, der in so einer Situation ist, auch noch mit einem Artikel, den ich schreibe, verärgere. Euch mitteilen, was für eine krasse Hoffnung ich gefunden habe und wie viel Kraft mir das einfach gibt. Weil ich weiß, dass viele von euch vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und selbst wenn nicht, darauf gehe ich auch noch ein bisschen drauf ein, hat mir Jesus so eine krasse neue Identität einfach geschenkt, dass ich echt ein ganz neuer Mensch irgendwie geworden bin. Und das finde ich richtig schön. Und ja, da will ich einfach die Situation im Moment auch nutzen, um Menschen Mut zu machen. Es soll in dem Artikel, wie gesagt, nicht um mich gehen. Es soll überhaupt überall, wo ich jetzt drin bin, nicht um mich gehen. Ich will dadurch nicht irgendwie bekannter werden oder noch mehr Klicks auf YouTube kriegen oder irgendwas. Sondern ich will echt, dass es um Jesus geht. Deswegen steht auch Jesus größer in dem Artikel. Finde ich ja die Bild-Zeitung mega schön gemacht. Vielen Dank an der Stelle. In der letzten Zeit, also gerade bei meiner zweiten Diagnose, habe ich so viel ausprobiert. Ich war bei so vielen Psychologen, bei Psychotherapeuten, ja. Und irgendwo gab es immer einen Punkt, wo die mir nicht weiterhelfen konnten, weil es einfach so eine berechtigte Angst gab. Ja, wenn das Leben so unsicher ist, wenn das Leben so unbestimmt ist, wenn man keine Hoffnung hat und vor allem auch keine Hoffnung auf ein ewiges Leben hat, wenn man nicht weiß, wie es nach dem Leben weitergeht und wenn man auch nicht weiß, wofür man geschaffen wurde. Und da habe ich Jesus kennengelernt und da will ich euch jetzt kurz mit reinnehmen. Ich habe hier einen meiner Lieblingspsalmen, den finde ich richtig gut, den lese ich euch jetzt mal vor. Da geht es ein bisschen darum, wie wir geschaffen wurden. Du hast mich in meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich in verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und das hat mir irgendwie so viel Mut gemacht, das hat mir so viel Kraft gegeben. Okay, mal ganz kurz, also ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber wenn du für dich etwas findest, sei es die Bibel, sei es Freude im Leben generell, worin auch immer, wo du so viel Lebensfreude und Hoffnung für dich ziehen kannst, wenn du in so einer Situation bist wie er, glaube wir, dann freut mich das extrem für ihn. Für mich wäre das nichts, also mich würde die Bibel, glaube ich, nicht so einen Halt geben, vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, aber mich freut es für ihn auf jeden Fall. Einfach irgendwie gemerkt, egal wie ich äußerlich aussehe, ja, egal wie hässlich gerade im Moment meine Brust aussieht, dass ich genauso von Gott gewollt bin, dass ich genauso, wie ich aussehe, von Gott geschaffen bin. Und ich glaube nicht, dass Gott jetzt den Tumor irgendwie gewollt hat, aber er hat es zugelassen. Und ich glaube, ich habe so krass erlebt, dass in dem Moment, wo ich mit Jesus unterwegs bin, dass mir auch die schlimmsten Sachen irgendwie so zum Besten dienen und ich vielleicht auch in den schweren Zeiten eine Aufgabe habe, damit anderen Leuten irgendwie zu helfen. Und es gibt mir voll viel neue Kraft. Und ich will euch das einfach auch wirklich zusprechen, weil ich das so neu gemerkt habe irgendwie. Früher bin ich ganz viel ins Fitnessstudio auch gegangen, auch mit dem Jonas hier zusammen, hat immer mega viel Spaß gemacht. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Aber trotzdem, glaube ich, achtet man so schnell irgendwie aufs Äußere oder lässt sich da ganz schnell beeinflussen und ist dann irgendwie nicht zufrieden mit sich selber, weil einem die Nase nicht gefällt oder die Augen oder das Kinn oder vielleicht auch die Brüste. Ja, bei mir sehen die Brüste jetzt im Moment, also meine Brust, sieht echt nicht schön aus. Und trotzdem fühle ich mich einfach so krass geliebt von Gott, dass mir das einfach so viel Kraft gibt.
Ich habe in der letzten Zeit eine Frau getroffen, also vor ein paar Tagen, die sich auch eine Brust-OP hat machen lassen, weil sie sich ungeliebt gefühlt hat, so wie sie war. Und ich will euch das einfach so krass zusprechen. Sie hat dann auch Jesus kennengelernt und diese vollkommene Liebe irgendwie kennengelernt. Sie hat sich ihre Brüste gemacht, weil sie sich ungeliebt gefühlt hat? Krass. Allein dafür ist es doch schon wert, quasi das Video zu machen. Wenn er in so einer Situation Leute dazu aufbauen kann, dass sie sich mehr selber lieben und so akzeptieren, wie sie sind, ist das Video doch schon absolut wert. Dass selbst wenn manche Leute euch vielleicht schlecht behandeln, und da will ich auch echt nochmal zu aufrufen, auch gerade die Männer unter uns, ja, dass wir Frauen nicht so angucken, wie es uns vielleicht die Medien vorschreiben, wie es uns irgendwelche Models oder sonst was zeigen. Das ist das Schönheitsideal, was wir in der aktuellen Gesellschaft eigentlich haben, ist einfach mega ungesund. Und ich glaube echt, dass wenn wir ein bisschen so mit Gottes Augen die Menschen ansehen können, und es steht hier, ja, jeder Mensch ist einzigartig und wunderbar geschaffen, und das will ich euch einfach zusprechen, ja. Tolle Message. Dass ihr auch einfach wunderschön seid, so wie ihr seid. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wenn wir auf Gottes Wegen unterwegs sein werden, dass ihr dann jemand findet, der euch genau. Seht mal rein, was für eine positive Ausstrahlung der Dude ausstrahlt, wobei er schon irgendwie mehrfach tot gesprochen wurde. Findet, wie ihr seid. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns deswegen nicht so irgendwie verändern müssen, verbiegen müssen. Und da habe ich echt so ein ganz neues Selbstwertgefühl einfach bekommen, wo ich gemerkt habe, dass ich nicht zufällig entstanden bin, sondern dass jemand einen Sinn mit mir hat. Und das finde ich voll Hammer. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Gesundheitsupdate. Ich glaube, ich zeige euch nochmal ganz kurz meinen Brust, aber schaut bitte weg, wenn ihr sowas nicht sehen könnt. Weil okay, echt jeder, der nichts Ekliges sehen kann, bitte jetzt abschalten. Nicht so schön aus. Von daher, genau, also man sieht ziemlich deutlich, dass es einfach... Also das Ding ist, bei ihm, der Tumor wächst in der Brust und wird immer größer und größer. Von der Seite sieht man das eigentlich mehr, wie extrem das so raussteht bei ihm. Und diese Haut stirbt halt vorne ab und reißt auf und alles. Alter, das schaut schon fast so künstlich aus. Und dass der noch so sitzen kann, wer hat der einen Pulli drüber, denkst du das gar nicht? Viel größer geworden ist, dass immer mehr Haut abstirbt. Also letztes Mal waren es ja eher so ein paar einzelne Punkte. Und ich bin so froh einfach. Ich habe ja letztes Mal auch mal einen Moment gezeigt, wo ich echt im Klo gesessen habe, wo ich geheult habe. Alter, wie soll denn das weiter, also... Oh. Mich würde interessieren, was geht in dem seinen Kopf vor, dass er das irgendwie noch Motivation findet? Weil ich würde mir denken, yo, also einfach nur so, das wird immer größer und größer und größer. Jetzt habe ich hier schon so ein Loch drin vorne. Wie groß soll denn das noch werden? Mein Körper kann das irgendwann, wenn das so ist, wie soll, da kann ich, lebe ich einfach nicht mehr, das geht nicht. Also hofft er, dass das kleiner wird oder... Das würde ich gerne mal wissen. Holy shit. Die Tränen gekommen sind. Das war ein Moment, ja, wo ich echt so gedacht habe, so hat Gott es jetzt immer noch unter Kontrolle. So, da ist jetzt der Punkt gekommen, wo es nicht mehr in seiner Hand liegt. So, und diese Momente habe ich auch. Aber seit dem letzten Mal hatte ich gar nicht mehr so einen Moment. Und das finde ich einfach richtig krass, wie Gott mich da immer so durchstreiten, wenn es wirklich an 99% der Tage, dass es mir einfach bestens geht, dass ich morgens aufwache, auch in den Spiegel gucken kann und es sehen kann und trotzdem weiß, okay, es gibt jemand, der hat auch die Situation aktuell in der Hand. Letztes Mal hatte ich euch ja die Geschichte im Abraham vorgelesen. Diesmal habe ich wieder in der Bibel gelesen und habe die Geschichte von Lazarus gelesen, der im Grab lag und schon gestunken hat, schon 3 Tage gestunken hat. Und selbst den hat Jesus wieder von den Toten auferweckt. Das heißt, für Jesus ist einfach nichts unmöglich. Ich habe auch schon ganz viele Leute kennengelernt, die mir ähnliche Geschichten erzählt haben, was heute noch passiert. Ganz besonders in der Mensch-Gott-Sendung, da war ich jetzt auch nochmal, die verlinke ich euch nochmal hier oben. Schaut da unbedingt vorbei. Und ich habe jetzt einfach nochmal ein paar Bibelverse für euch, die habe ich auf meinem Handy gespeichert, die mich immer so krass durchtragen. Und ja, da will ich euch ein bisschen mit reinnehmen, was mir einfach so viel Kraft gegeben hat. Und vielleicht könnt ihr die einfach selber mal nachlesen. Das ist so, ich würde sagen, das ist im Moment so die einzige Medizin, die ich habe. Das ist also okay, ich sage, wir ziehen uns mal noch zwei Verse davon rein. Das einzige Antidepressiva vielleicht, was ich habe. Weil ich glaube echt, wenn ich Jesus nicht hätte, wenn ich die Bibel nicht hätte, wenn ich diese Zusagen nicht hätte, dann würde es mir ganz anders gehen. Krass. Ich glaube, einer der schönsten Bibelverse in der letzten Zeit ist der, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Das ist Psalm 37, Abvers 4. Krass, das ist halt ja eigentlich was halt einfach nur Hoffnung aufbaut. Also so nach dem Motto, egal wie schlecht es dir geht, der Herr wird dir helfen. Vertraue darauf. Wenn du da so krasses Vertrauen drauf hast, heftig. Und das finde ich einfach so gut, so vertraue auf den Herrn, er wird es richtig machen. Das heißt nicht, dass es sofort so ist, deswegen steht da auch, warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Und wir müssen uns nicht so einen riesen Stress machen. Finde ich voll einmal irgendwie. Der nächste Vers, den finde ich auch nochmal richtig gut. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal sage ich euch, freut euch, macht euch keine Sorgen, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und das finde ich so stark. Krass, okay, heftig, dass man sich da so eine Hoffnung drauf ausbauen kann. Und dann vollständig geheilt sind. Ich glaube, das gilt für jeden. Da gibt es auch noch einen richtig krassen Vers, den weiß nicht genau, was steht. Aber der hat mich auch richtig krass inspiriert, wo irgendwie steht, auch wegen meiner Schwester. Da steht, warum sterben die Gerechten so schnell? Und dann steht da so, ihr fragt mich, warum sterben die Gerechten so schnell? Und dann sagt Gott so, ihr seht gar nicht, dass ich sie vor viel Schlimmerem bewahre. Und das finde ich irgendwie so krass, dass Gott den Tod nicht mit als was Schlimmes sieht, sondern der Tod ist so ein Übergang ins neue Leben, ins viel bessere Leben. Und trotzdem glaube ich auch an Heilung hier auf der Erde. Krass, ja, das Ding ist ja, sein Schwester ist auch gestorben. Kann man nicht erklären. Also ich persönlich habe meine Meinung zum Tod, glaube ich, auch geändert im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich denke mir, wenn es kommt, dann kommt's. Ich hoffe, dass ich in dem Moment, wenn es bei mir so wäre, wie bei ihm, auch so gefasst reagieren würde wie er. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus den Bibelversen. Ich verlinke euch unten nochmal oder schreibt ihr unten nochmal rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, entweder hier auf dem Kanal oder auf unserem Real Life Kanal. Ehre, bis dann. Absoluter Ehrenmann. Ich wünsche ihm vom Herzen alles Gute, dass es ihm gesundheitlich bergauf geht, dass er das Ganze packt. Ganz, ganz, ganz toll Typen.